Okay, Freunde, wir legen los und starten heute mit einem allerersten Video von Doc Anahita. Und zwar ist da ein Video rausgekommen, ärztliches Statement, Seven vs. Wild, medizinisch gefährlich, Fragezeichen, das droht Fritz Meinecke und Co. Seven vs. Wild aus Ärztesicht. Ich bin sehr gespannt. Wir gucken rein. Ich dachte, die finden sonst nichts anderes zu essen. So. Im Zweiten Weltkrieg wurden den englischen Bomberpiloten Stunden vor dem Start nach Deutschland aus ihr gemachte geheime Präparate verabreicht. In Gallien wurde ihr Farbstoff zum Färben der Kleider von Sklaven verwendet. Es geht safe um die Heidelbeere, oder? Es muss um die Heidelbeere gehen. Und auch die Seven vs. Wild-Mitglieder kriegen nicht genug von ihr. Moment mal. Ich dachte, die finden sonst nichts anderes zu essen. Das war doch gar nicht freiwillig. Ich dachte... Was soll das hier überhaupt? Das hat doch gar nichts mit Geburten zu tun. Ich dachte, ist das eigentlich ein Geburtskanal? Du bist Frauenärztin. Ach so, das ist Frauenärztin. Das hätte man im Titel noch. Seven vs. Wild, medizinisch gefährlich. Seven vs. Wild aus Frauenarztsicht. Oh, Anahita, du versaust mir den Groove. Jetzt will ich einmal was anderes machen. Das ist doch auch interessant. Also, wir halten kurz fest, wir sind gerade auf dem Frauenarztkanal gelandet und kriegen jetzt die Analyse zu der medizinischen Sicht, ob Seven vs. Wild gefährlich ist. Ja, okay, ich sag ja nur. Bitte. Danke. Und die Seven vs. Wild-Mitglieder finden unfreiwillig kaum was anderes zu essen. Die Rede ist von der Blaubeere. Blaubeere, Heidelbeere. Sie wird gemeinhin als Superfood bezeichnet, ist die Nummer 1 Jägerin unter den Bären und soll geheime Heilkräfte haben. Aber kann sie einem auch schaden? Während der Seven vs. Wild Woche sprechen die Teilnehmer immer wieder ihre Zweifel aus. Das ist ja hier was für ein hohler Zahn. Ich weiß auch nicht, was mit dem Körper passiert, wenn man 7 Tage lang morgens, mittags, abends Blaubeeren isst. Ich würde sagen, dann schauen wir uns das doch mal an. Ja, das ist jetzt spannend. Ich hab mir wirklich Gedanken gemacht, was passiert mit dem Körper? Ist das gut? Ist das zu viel Säure, zu viel Fruchtzucker? Jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Ist es irgendwie bedenklich? Ab wann wird es gefährlich? Wird es überhaupt gefährlich, wenn man so viel Heidelbeeren frisst? Okay. Blaubeeren sind nicht nur lecker, sie enthalten auch noch unter den Obstsorten die meisten Antioxidantien in Form von Anthocyanen und Vitaminen. Aber auch ihre Ballaststoffe sind sehr hilfreich. So, was sind Anthocyane? Das sind quasi die blauen Farbstoffe der Blaubeere selbst. Und anhand von diesen Anthocyanen kann man theoretisch auch die zwei Hauptformen von Blaubeeren unterscheiden. Zum einen die Waldheidelbeeren, die unsere Seven vs. Wild-Mitglieder vor allem essen. Und die Kulturheidelbeeren, die aus Züchtungen aus den USA entstehen und bei uns vor allem im Supermarkt angeboten werden. Die beiden unterscheiden sich vor allem in ihrem Anthocyan-Gehalt. Die Heidelbeeren bei uns im Supermarkt haben eher ein weißes Fruchtfleisch, sind so ein bisschen milder. Und die schmecken auch gern mal mehlig, die Scheißdinger. Die Waren sind die aus der Natur, die Waldheidelbeeren, das sind die geilen. Und die sind innen drin richtig schön, ja, so blutrot, die sind richtig tiefrot, fast schon lila. Und damit habe ich mir auch hier die Hände so bemalt. Damit kannst du ja richtig malen. Ihr könnt euch auch daran erinnern, der Stampfer von meinem Smoothie Shaker, der war ja auch immer richtig krass gefärbt. Und süßlicher und aber auch aufgrund ihrer dickeren Haut länger haltbar. Die Waldheidelbeeren enthalten mehr Anthocyane und haben dadurch auch ein blaues Fruchtfleisch. Ja. Das macht sie säuerlicher, aber auch gesünder, weil sie dadurch eben mehr Antioxidantien enthalten. Dafür färben sie aber auch Zunge und Zähne blau, wie wir schon öfters gesehen haben. Genau deswegen habe ich das übrigens gemacht. Ne? Ich habe das quasi da ausgespuckt und so runterlaufen lassen, damit das auch aus einer Fachkräftesicht in Form einer Frauenärztin analysiert werden kann. Das hatte wirklich einen hochwissenschaftlichen Hintergrund, die ganze Nummer. Früher dachte man, dass diese Anthocyane für eine bessere Sicht in der Dunkelheit verantwortlich wären. Und genau deswegen hat man auch den englischen Bomberpiloten kurz vor ihren Nachtflügen nach Deutschland Heidelbeerpräparate verabreicht. Ich vermute, dass die Seven vs. Wild-Mitglieder dann so viel davon essen, oder? Dann können sie direkt nachts besser sehen.
Ja, das wäre echt gut, wenn das Ganze stimmen würde, aber der Effekt konnte in Studien leider nicht nachgewiesen werden. Dafür haben Blaubeeren aber noch Klar, we are placebo-controlled. genug in petto. Vitamin C und E helfen zusammen mit den Anthocyanen als Antioxidantien im Kampf gegen die freien Radikale. Das klingt wie so eine unruhestiftende Verschwörungsgruppe. Hände hoch, wir sind die freien Radikale. Ja, naja, das sind sie auch irgendwo. Also freie Radikale entstehen ständig im Körper bei irgendwelchen Stoffwechselprozessen. Und dann greifen sie auch die Zellen an. Die Antioxidantien kommen jetzt und machen diese freien Radikale unschädlich. Und dadurch sinkt zum Beispiel das Krebsrisiko, aber auch Alterungsprozesse werden verlangsamt. Alterungsprozesse werden verlangsamt, wenn man Heidelbeeren frisst. Wie viel soll ich denn davon noch fressen? Das sehe ich bei, sah bei mir aber anders aus. Außerdem sind die Vitamine gut für die Haut und das Immunsystem. Gut für die Haut. Vielleicht doch 20 Kilo am Tag. Daumen hoch, wenn ihr jetzt auch Lust auf Blaubeeren bekommen habt. Und die Ballaststoffe, die sind gut für die Magen- und Darmgesundheit. Und außerdem kommen sie den Seven vs. Wild-Mitgliedern auch nochmal anders zugute, denn sie führen zu einem verlängerten Sättigungsgefühl, was gerade in Momenten, wo man nicht viel zu essen hat, sehr von Vorteil sein kann. Das ist auch mit ein Grund, warum sie fürs Abnehmen auch sehr beliebt sind. Die Gerbstoffe in der Heidelbeere wirken gegen Bakterien und können dadurch sogar Durchfallerreger verringern. Ey, das ist voll die Wunderbeere. Ich sag doch, beste Beere, Heidelbeere. Das ist schon eine krasse Beere. Die Frage ist, ob noch das große Aber kommt. Aber sie enthalten sehr viel Säure und lösen dir bei einem übermäßigen Verzehr die Zähne auf. Flupp. Trocknet man die Früchte, helfen sie sogar auch noch zusätzlich gegen den Durchfall. Isst man aber zu viele frische Heidelbeeren, dann bewirken sie genau das Gegenteil. Verstopfung. So viel dazu. Ich habe irgendwie oben am Gaumen so eine Stelle, die gerade extrem brennt. Wenn ich mit der Zunge drüber gehe, Jetzt bin ich auch gespannt. ist das auch so komisch rau davor, da an der Stelle. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser übertriebene Blaubeerkonsum mit dreimal am Tag als alleinige Mahlzeit so gut ist. Jetzt Auch bin ich wegen der ganzen gespannt. Säure und so weiter. Ja. Naja, also die Säure greift natürlich die Zähne an und ist auf Dauer nicht optimal. Was aber die Verletzung im Mund angeht, könnten die Heidelbeeren sogar von Vorteil sein. Ihre Gerbstoffe wirken nämlich auch entzündungshemmend. Und tatsächlich werden die auch bei Entzündungen im Mund und Rachen häufiger mal angewendet. Krass. Dann aber in der Regel eher verdünnt. Also man würde eine 10%ige Lösung daraus zum Beispiel machen. So, wir halten also fest, insgesamt ist es für die Teilnehmer total von Vorteil, dass es da so viele Beeren Ja. gibt. Nur die Zähne fallen dir halt irgendwann aus, ne? Aber wirklich ausreichend tun sie natürlich nicht, wenn man mal überlegt, dass auf 100 Gramm Beeren eigentlich nur 46 Kilokalorien kommen. Die Ballaststoffe da drin führen zwar kurzfristig zu einem Sättigungsgefühl, aber auf Dauer ist so eine Ernährung natürlich auch nicht gesund. Und jetzt ist auch die Frage, wie viel sollte man denn eigentlich von so Beeren Oh, essen? ja. Ich habe mal versucht für euch zu recherchieren. Und die Menge, die man essen kann oder sollte, hängt natürlich auch von vielen Faktoren ab, wie Ja, Gewicht, Körpergröße, zum Alter und so Beispiel weiter. Alter oder bestimmten Vorerkrankungen. Ja. Aber so wirkliche Studien, wie viel man essen sollte, konnte ich nicht finden. Es gibt keine Studie zum Thema, wie viel Blaubeer man essen kann? Liebe Wissenschaft, was macht ihr den ganzen Tag? Ihr müsst euch mal um die wichtigen Dinge im Leben kümmern. Das sind Informationen, die das gemeine Fußvolk, der Fußbusfahrer braucht. Es gab zwar eine Angabe, dass 75 bis 100 Gramm täglich unbedenklich seien. Na, da haben wir ein bisschen mehr gegessen, würde ich sagen. Woher diese Zahl aber genau kommt, konnte ich jetzt nicht rausfinden. Die kam von gutefrage.net. Falls es einer von euch weiß, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das würde mich echt mal interessieren. Fest steht aber, dass unsere Teilnehmer deutlich darüber Ja, liegen. definitiv. Also ich glaube, die Ausbeute kann sich sehen lassen. Das sind bestimmt, ich schätze mal, 200 Gramm oder so. Oh nein, was passiert da jetzt? Nichts. Naja, zu viele frische Beeren können zum einen, wie schon erwähnt, Bauchschmerzen machen, Blähungen und Nee. Durchfall. Sie enthalten aber auch zum Beispiel so. Nee, also bei mir nicht. Ganz im Gegenteil. Die formen eher einen richtigen schönen Diamanten, der irgendwann geboren wird.
So Stoffe wie Salicylsäure, das kennt man aus bekannten Kopfschmerztabletten. Und diese Salicylsäure hat auch Effekte auf die Blutgerinnung. Das kann relevant werden bei Menschen, die blutverdünnende Medikamente nehmen oder auch Menschen, die allergisch darauf reagieren. Die könnten dann zum Beispiel unter anderem Kopfschmerzen bekommen oder einen Ausschlag. Wer von euch nach dem Verzehr seines leckeren Beeren-Joghurt-Frühstückes Blähungen, Bauchschmerzen oder Durchfall bekommt, sollte auch nochmal überlegen, ob er die Menge an Beeren vielleicht nicht etwas reduzieren möchte. Wenn man aber gesund ist und keine Vorerkrankungen hat oder Medikamente nimmt, dann sollten diese Blaubeeren für eine Woche jetzt keine größeren Probleme machen als das, was ich aufgezählt habe. Also fassen wir nochmal zusammen. Worauf solltest du jetzt achten, wenn du Blaubeeren isst? Naja, zum einen denk an die empfohlene Menge. Das sind die 75 bis 100 Gramm pro Tag. In dem Bereich sind die Blaubeeren ein richtiges Superfood und gesund und helfen dir sogar beim Abnehmen. Wenn du die Beeren selbst pflückst und ungewaschen essen willst, dann besteht die Gefahr, dass da Eier von dem Fuchsbandwurm noch dran haften und das kann ganz schön unangenehm werden. Wenn du ganz sicher sein willst, musst du die Beeren vor dem Essen auf bis zu 70 Grad erhitzen, damit die Eier abgetötet werden. Außerdem gibt es Vermutungen zum Thema Fuchsbandwurm, weil das auch immer wieder gefragt worden ist. Kleiner Tipp, nochmal, wenn er ein bisschen mehr wissen will, einfach mal beim Kanal Ein Mann im Wald vorbeischauen. Sehr zu empfehlen. Der macht sehr, sehr viele Erklärvideos, wissenschaftliche Erklärvideos, der Ben. Und genau, da gibt es hier mehrere Folgen, zum Beispiel, was ist Fritz da und weitere Themen. Das ist so ein bisschen podcastmäßig. Also man kann es jetzt auch irgendwie bei einer Autofahrt reinziehen. Er hatte, glaube ich, hier auch, was hat er gemacht? Wartet mal. Hier, Zusatzinfo zu Seven vs. Wild. Was ist mit den Raubtieren? Mein Kommentar zu Seven vs. Wild, weil viele gefragt haben. Sehr, sehr spannende Videos. Aber natürlich auch alle anderen. Ne? Hier geht es um alle möglichen Sachen. Hier über Pflanzen, alles, was so Forstwirtschaft, Pflanzen, Natur, Wald mit sich bringt, kann ich euch sehr empfehlen. Zieht euch das rein. Da kriegt man, ja, geilen Input. Kann ein bisschen was lernen. Und ich gönne mir das meist so als Podcast nebenbei. Und da wird auch der Fuchsbandwurm thematisiert. In der letzten Folge, die ich gerade nämlich heute Vormittag gehört hatte, hat er gesagt, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass man sich beim Bärensammeln einen Fuchsbandwurm einfängt. Und ich glaube, er meinte sogar, es gibt nicht einen bestätigten Fall, wo das jemals passiert sein soll und so weiter. Aber da gibt es noch ein paar andere Sachen zum Thema, dass man die teilweise, wenn dann über die Lunge eher aufnimmt, weil die Eier teilweise zum Beispiel, wenn man Haustiere hat, also jetzt eine Katze, die draußen ist oder ein Hund, der draußen ist, wenn er langläuft, dann kann er zum Beispiel auch die Eier vom Fuchsbandwurm irgendwie durchs Fell aufnehmen. Und wenn man den dann zu Hause hat und das dann aufgesteuert wird, dann nimmt man das über die Atemwege ein, blabliblub. Guckt euch das an, der Mann hat Ahnung, der kann euch das erzählen. So, so wird es nämlich mal Fuchsbandwurm. Dass wenn man 1 bis 2 Stunden vor oder nach dem Verzehr der Blaubeeren Milchprodukte zu sich nimmt, dass dann die Wirkung von denen herabgesetzt wird. Wenn du also ganz sicher gehen willst, achte auf den Abstand. Außerdem sollten Menschen mit Diabetes oder blutverdünnenden Medikamenten vorher nochmal Rücksprache mit ihrem Arzt halten, bevor sie jetzt regelmäßig größere Mengen an Blaubeeren essen möchten. Und optimalerweise wird auch empfohlen, dass man 2 Wochen vor einem operativen Eingriff keine bis kaum Blaubeeren isst. Ja, wegen der Blutverdünnung. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, cooles Video mit ein paar schönen Informationen drin. Also wir können Blaubeeren fressen, bis der Arzt kommt, im Notfall. Und ja, wenn ihr noch ein bisschen was zum Thema Geburtsvorbereitung wissen wollt, ne, das ist ja so meine Community, ne, da sehe ich euch ja, dann könnt ihr hier gerne noch vorbeischauen bei Doc Anahita. Oh, ich habe es wieder falsch ausgesprochen. Sorry! Daumen nach oben, schaut gern vorbei.